Wir sind in der Flügelklause im Fan-Treff von Hertha BSC. Wir sitzen hier zusammen mit Andi. Wir haben das Spiel geschaut. 1. FC Nürnberg gegen Hertha BSC. Andi, was sagst du dazu? Ja, eigentlich im Grunde genommen kann ich dazu ja nicht mehr sagen, weil ich wieder mal sprachlos bin. Glaubst du, dass der Trainerwechsel, der erst seit 10 Tagen vollzogen worden ist, dass das so extrem ist, dass der Friedhelm Funkel noch mehr Zeit gebraucht? Ja, der braucht unbedingt mehr Zeit. Der muss ja erstmal die Spieler alle kennen und also momentan ist ja auch keine Mannschaft in dem Sinne Zusammenhalt auf dem Platz. Das ist unmöglich momentan. Was sagst du als Fan, als jahrelanger Fan von Hertha BSC, du bist ja seit 1968 dabei, was sagst du oder was würdest du zum Beispiel besser machen? Ja, also auf alle Fälle brauchen wir jetzt mal einen Abwehrspieler, einen vernünftigen. Kostet natürlich alle Geld. Dann brauchen wir noch eine Granate für das Mittelfeld und in jedem Fall noch jemand für den Sturm. Also das bedeutet, dass der alte Trainer in Anführungsstrichen Lucien Favre durch seinen Sohn, was ja durch die Presse gegangen ist, eben Leute eingekauft haben, die einfach nicht die Qualität haben, um uns vielleicht in der Klasse zu halten. Ist das richtig so? Ja, das sehe ich ganz genau so, ja. Ja. Wichtig ist natürlich, was sagst du natürlich, unsere Torhüter-Situation? Ja, die ist absolute Scheiße, auf viel Deutsch gesagt. Also der zweite Mann ist nicht so stark, wie wenn Drobny ausfällt, ist das natürlich enorm, ja? Das ist vollkommen klar. Aber er kann ja nichts dafür, der Burchard. Er kann nichts dafür. Das sind seine Vorderleute, die ihn im Stich lassen. Was soll der Junge machen? Der junge Mann ist 19 Jahre alt. Der hat heute bei dem zweiten Tor, viele werden ihm das Spiel wahrscheinlich auch wieder ankreiden. Aber man muss ja realistisch sehen, dass er einen klaren Ball zum Ebert gespielt hat. Und darüber hinaus hat der Ebert eben den Ball vertändelt. Und dadurch ist das Vorentscheidende 2:0 gefallen. Ist richtig so, ja? Das ist richtig so, ja. Was sagst du zu der Stürmersituation? Ja, die Stürmersituation, was soll ich dazu sagen? Uns fehlen tatsächlich, das merkt man, Vorundin Pantelic, der Ramos, sicher, der wird mal, könnte oder sagen wir mal, könnte größer werden. Ansätze sind ja da, aber Wichniarek, ich weiß nicht. Also in Bielefeld hat er getroffen und bei Hertha trifft er nicht mal das Schöllentor. Er hat jetzt 9 Spiele gespielt. Er hat nicht einmal getroffen, er hat nicht eine Vorlage gegeben und das ist berechtigt. Er fühlt sich eben zu unberechtigt, dass er kritisiert wird. Aber eine Tatsache ist, dass wir im Sturm keine Tore schießen. Ist richtig so. Was sagst du denn zum Mittelfeld? Ja, zum Mittelfeld, da fehlt uns auf jeden Fall eine Granate, die nach vorne spielt. Wir sind viel zu defensiv eingestellt. Das ist Murks. Ja, also wir als Fan, wir wollen ja eigentlich, dass wir Hertha BSC unterstützen und wir wollen eigentlich, dass sehr, sehr viele Zuschauer nächstes Mal ins Stadion kommen gegen VfL Wolfsburg, was ein sehr, sehr schweres Spiel wird. Aber eine Tatsache ist das, dass man kommen soll und die Mannschaft unterstützen soll. Ist so richtig so, ja? Natürlich auch so, ja. Also weiterhin positiv, schönen Dank für das Gespräch und wir hoffen, dass wir gegen VfL Wolfsburg den zweiten Sieg einholen. Ja? Das wäre schön, ja. Ist richtig so. Schönen Dank, das war's.